Schade. Here we go again. So, was haben wir denn hier? Fürs dein Tagebuch, denk mal hin, wieder einen Blick hineinzuwerfen, mach jetzt schnell, wie ich es aufgeschrieben habe. Weiß nicht, ob das damit ist. Ne, die Save-Funktion ist damit nicht gemeint. Eventuell haben wir ein Notebook, das würde das Ganze natürlich ein bisschen vereinfachen. Muss mal arbeiten gehen, ist hier jeden Abend, wenn er nicht denken, das ist wunderbar, meine Beste. Und bitteschön. So. Okay, Hausverbesserung wird schon dran gewerkelt. Perfekt. Ich möchte gerne ein Rezept an dich weitergeben, das ich und mein Papa immer gemacht haben. Es ist wichtig, dass der Fisch frisch ist. Schneckengericht. Oh, okay. Ahoi. Nice. Vielleicht können wir damit dann sogar ein bisschen was mit den Schnecken anfangen, die wir irgendwie jedes Mal fangen. Perfekt. So, ich glaube, die Pflanze da ist auch irrelevant. Ich habe übrigens mal in ein Video reingeschaut und es gibt... Ich habe Blödsinn gemacht mit den Bäumen in unserem Gewächshaus. Die kann man nämlich tatsächlich genauso anlegen, wie ich mir das gedacht habe, nämlich außerhalb. Das heißt, wir werden nochmal ein bisschen Geld für die Bäume ausgeben müssen. Dankeschön für die Unterbrechung, aber der Satz war eh vollendet, von daher passt. Warum das gerade eben war, aber es war zumindest einer von unseren fiedrigen Hühnerkollegen. Haben wir da ein paar Blaubeeren auch on the ready. Was natürlich perfekt ist. Ich glaube, weiß nicht, ob wir direkt zu Pierre gehen sollten, um das mit dem Gewächshaus schon mal zu klären, beziehungsweise ein paar von den Bäumen zu holen. Ich glaube, alle können wir uns leider nicht leisten, aber einen größeren Teil zumindest. Den nehme ich. So. So, das heißt, so langsam müssen wir aber auf jeden Fall auch die Produktion ein bisschen erweitern, was unsere Reifefässer angehen. Also nicht nur Reifefässer, sondern auch generell die normalen Eichenfässer. Denn wir werden alles natürlich, was mit Fässern zu tun hat und Produktion daraus, natürlich dann umverlagern. Schade, sah so aus. In den Keller. Weil macht Sinn. Ja, bam. Nice. Sehr gut. Jason auch wieder wunderbar mit dabei. Momentchen hier. Sehr gut. Ich danke dafür. Genau, ich glaube, wir gehen gleich nochmal zu Pierre direkt. Um uns das abzuholen. Die angesprochenen Bäume. Schauen wir mal, ob jeder hier Bock hatte, was zu legen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Leider keine Entenfeder, aber... Halb so wild, zumindest haben wir dafür das Ei. Das war uns diesmal... definitiv gegönnt. Und dann können wir schon wieder ein paar Sachen... loswerden. Machen wir mal alles los, warum nicht? Zwei Stück behalten wir. Für den guten Mayor Lewis. Haben wir hier oben was? Nope. Okay. Lovely. Machen wir nochmal einen Durchgang. Soll eigentlich fertig sein, bis das Haus dann eben fertig ist, beziehungsweise der Keller. Das heißt, Hopfen und so weiter müssen wir dann natürlich auch mitnehmen, ganz klar. Ja, doch, ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt, was das angeht. Können wir eventuell noch ein paar Schmelzöfen dann mit reinbauen, wobei ich will die, glaube ich, auch nicht unbedingt so krass benötigen. Hätte wohl auch Goldqualität bei der Wolle. Das heißt, moving on up in this. Alright.
Hauen wir schon mal den Köder wieder mit rein. So. Ich dachte, wir können ja so einen kleinen Reach-Around irgendwie machen, aber leider nicht. Fucking Nature. Sag's euch. Okay. Echt ein Arzt haben wir. Und hier können wir auch wieder aus den Vollen schöpfen. Perfekt. Nur zwei allerdings. Aber ist in Ordnung. Sah aus wie X-Marks Spot da unten. Alright, Delight. So, muss ich mal kurz nachschauen. Genau, Reifefass bekommen wir ja dann erst. Das heißt, da können wir dann auch... Okay, Kupfer, Eisen, Eichenharz war es, genau. Das heißt, wir können rein theoretisch noch ein bisschen was an Kupfer abbauen. Und Eisen. Genau, Kupfer brauchen wir dann noch. Habe ich nicht gerade mitgenommen? Ah, hier. Okay. Ja, falsches, genau. Hier. Ach, ja, okay. Na, dann geben wir noch ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel. Hätte ich gesagt. Schauen wir mal, ob unsere... Jawohl. Erwerbschaften schon fertig sind. Das, die Kohle können wir auch noch wieder mit reinhauen. Kohle ist wirklich so... das Hauptproblem eigentlich. Nach wie vor. Boah, man konnte ja Kohle irgendwie anders noch herstellen. Das ist mir gerade irgendwie wieder entfallen, aber sollte da irgendwie Not am Mann sein, werde ich das schon wieder hinbekommen. Bevor wir an unser Gewächshaus gehen, werde ich ja nochmal wieder gesprochen zu Pierre gehen, bevor der Kollege noch heute schließt. Ah, da oben sehe ich doch schon wieder was für uns. Sehr gut. Edel Wicker, Wicker, Wicker. Haben wir hier noch irgendjemanden, den wir vergessen haben? Diese Woche, der eventuell irgendwie relevant wäre. Eventuell der gute Gus. Ne, Gus nicht, Moment. Louis meine ich, genau. Genau, Gus haben wir ja schon. Max, das heißt Louis. Sollten wir Evelyn und Caroline sehen, können wir den Kollegen auch noch was abgeben. Wir haben ja auch gerade Sommer, das heißt, Evelyn hängt ja gerne immer ein bisschen hier Zentrum ab. Und die Kollegen genauso. Moin! Ah, okay, never mind. Dann ist das für dich. Versüßt mir meinen Tag, ja, das ist doch wunderbar. Die Hausarbeit ist frustrierend, weil du nie fertig bist. Nachdem du nicht den Boden gefegt habe, ist der einen Tag später wieder schmutzig. Dankeschön für die Konversation. In dem Kontext, auf zu Pierre, vorher nochmal hier für den guten Lois. Never mind. Alles schon bedient diese Woche. So. Zehntausend haben wir insgesamt. Um dein romantisches Interesse zu zeigen. Katalog 30.000. Okay, gar nicht mehr so weit entfernt. Könnten wir vielleicht im Sommer sogar noch beenden, wenn ich nicht komplett einmal Geld hierfür ausgeben würde. Ist aber auch notwendig. Also Pfirsich und Granatapfel und Apfel brauchen wir noch, alles klar. Weil wir wollen ja von jedem etwas. Kann sein, dass ich jetzt einen Baum auch doppelt habe. Aber ich meine, mittlerweile haben wir die Kohle, um sie auszugeben. Von daher, why not? Oh, und ich habe mal vergessen, noch eine Mayonnaise, glaube ich, hier abzugeben.
Warum nehme ich eigentlich nicht Hecarim? Den Kollegen vernachlässige ich irgendwie, obwohl er mir eigentlich extrem gute Dienste erweist. So. Irgendwann, wenn ich das Layout auch noch ändern, generell. So. Man kann nämlich, genau, hier die Sachen platzieren. Deswegen würde ich sagen, wir hauen einen hier hin. Wir können die nicht so dicht beieinander, oder doch, beieinander platzieren, wollte ich sagen. Aber das geht anscheinend doch. Dann machen wir mal einen hier. Einen hier. Und die hauen wir erstmal runter. Denn hier haben wir noch genügend Platz dann, um andere Sachen anzupflanzen. Macht mehr Sinn. Definitiv. So. Eventuell noch ein paar Sprinkler, genau. Das war ja, glaube ich, auch nochmal ein Plan. Was haben wir denn hier? Ah ja, Eisen, Gold und Quarz war es, genau. Genau, Moment, was habe ich eigentlich hier drin? Ah ja, genau. Geschwindwachs war das. Und sagen, haben wir den mal so hin, dass es Sinn macht, dass er nämlich auch das eine, was wir hier zumindest haben, auch bewässert wird. Ah, Orange. Nice. Perfekt. Nehmen wir Hecarim nochmal auf eine kleine Erkundungstour mit. Wunderbar. Aber für so einen langen Weg brauchen wir ihn ja eigentlich gar nicht. Wir haben hier die Gondel, wie ich sie gerne nenne. Gute Miene zum bösen Spiel. Wir brauchen einiges an Kupfer. Von daher können wir uns hier in den ersten Gefilden ein bisschen aufhalten. Wunderbar. Sneaker. Nice. Sind tatsächlich auch Sneaker. Alles klar. Und irgendeinen Debuff haben wir ja gerade abbekommen. Sieht nach Silence aus, aber da wir sowieso nicht casten können, ist es halb so wild. Hier sind null fucking... Hier ist null Kupfer. Vielleicht muss ich doch ein bisschen tiefer. Pause. Eventuell. Ja, schon besser. Jetzt haben wir auch direkt noch ein bisschen was an Fasern. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Okay, das Fleisch auch noch. Yes, boy. Hätte noch ein bisschen besser sein können, aber naja. So, das war Ebene, bei Ebene 20. Das heißt, wir gehen nochmal ein bisschen tiefer. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr raus. An Kupfer. Oder auch noch weniger. Das ist auch eine Möglichkeit. Nicht wirklich. Mittlerweile scheint es Mangelware irgendwie zu sein. Ich habe jetzt auch nicht nach dem Glück geschaut. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nicht so viel finden. Auch gut möglich. Aber das ist ja... Das ist ja erbärmlichst hier. Hier vielleicht? Ich glaube, in der Area eher nicht.
vielleicht doch. Na, Moment, hier haben wir, glaube ich, größtenteils Eisen. Wir hatten noch so viel davon. Weiß gar nicht, wie wir das so schnell verbrauchen konnten, oder dass wir jetzt noch einen extrem großen Vorrat irgendwie haben. Merkwürdig definitiv. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Pause. Zumindest finden wir hier ein bisschen was. Wenn auch nicht viel, aber immerhin. Nur an dem Weg nach unten scheint es hier irgendwie zu mangeln, so ein bisschen. Ah. Gerade rechtzeitig. Erdkristall ebenfalls nochmal. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Na, leider kaum was an Kupfer. Okay, Eisen. Nicht das, nach dem ich jetzt gerade suche, allerdings. Da gibt's doch nicht. Hier ist ja gar nichts. Noch nie gesehen, sowas. Oder so wenig. Hier ein, zwei und ansonsten gar nichts. Na, wir haben zumindest ein bisschen was an Grasbündel zusammenbekommen. Nope. Nope. Okay, das nehme ich mir definitiv noch mit. Da sind wir jetzt eben eine 26. Nice. Alright then. Nicht die beste Ausbeute. Kann man gerne mal nachschauen, wie viel wir jetzt genau rausbekommen haben. Ups. Stadt. Falsch. Bushaltestelle. Hegrimio. Nice. Robin ist auch noch am Arbeiten. Perfekt. Bis zum Umfallen. So, zack, zack. Geode können wir verkaufen, da wir sowieso kein Glück haben damit. Hier machen wir, ups, noch ein paar. Genau, ein Grasbündel. Hatte ich eigentlich mit mehr gerechnet, aber naja. Ah, genau, jetzt weiß ich auch gerade wieder, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, wie wir, oder wo wir auch noch Kohle herbekommen, das war ja, indem wir Holz verbrennen. Nur haben wir da anscheinend, ist es mittlerweile Mangelware, so wie es aussieht, weil ich bisher noch kein Holz irgendwie gefällt habe. Aber okay. Und die Ausbeute ist bei 18 Kupfererz. 5 Stück brauchen wir für ein Barren. Das heißt, es sind 3 Barren, die wir jetzt hier eingenommen haben. Ist in Ordnung, geht aber besser. Aber zumindest haben wir jetzt ordentlich was eingenommen. Du, ja. Definitiv durch die Hofarbeit. 6200. Da sind noch ein paar Bäume drin, glaube ich. Oh, und wir müssen nicht gießen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wenn du in die Stadt gehst, sag bitte allen Hallo von mir. Ja, natürlich gerne. Tell my wife I said hi. Boom. Moment. Oh, yes. Lovely. Genau sowas will ich sehen. Das ist mal... Abigail. Abigail. 3 Stück noch, dann haben wir sie auf Maximum. Okay. Okay. Money coming in.
Ah, yes! Ah, fuck yeah! Sehr gut. Sehr gut, und das wächst. Das gedeiht vor allem relativ schnell. Also, ebenfalls verdammt gut. Ah. Ah. Kohle, bam. Earn money just to burn money. Okay, wir haben einen Vierer-Stack. Gut, gut, gut. Ah, Honig können wir auch noch mit reinmachen. Werden wir sowieso alles umstrukturieren müssen, wie angesprochen, eben für den morgigen Tag. Deswegen habe ich erstmal nur Honig reingeworfen, weil der müsste am selben Tag eigentlich noch fertig werden. Dann lassen wir die anderen Fässer noch produzieren. Und dann verlagern wir die um in den Keller, den wir... Okay. Den wir morgen definitiv bald haben. Ach, dachte gerade schon. Kiefernteer auch noch mit rausbekommen. Sehr gut. Ach, da wir sowieso gerade hier vorbeigehen. Ja, einmal so. Oh. Gar nicht gesehen, dass man so noch ernten kann. Nice. Okay, die gönnen sich alle natürlich drinnen heute, ganz klar. Genügend Platz ist ja noch vorhanden. Ihr gönnt euch. Alles wunderbar. So. Genau, geschoren haben wir ja auch schon unser treues Ross gestern. Das heißt, da wird heute wahrscheinlich nichts sein, aber ja. Milch haben wir ebenfalls. Sehr gut von beiden. Heute. Kann ich auch nochmal melken? Nee. Mega Uploader kann leider keine Milch. Müssen wir eventuell mal back in time gehen, um zu schauen, ob Mega Upload wirklich keine Milch hatte. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Thanks for that. Ah, oh Mann, ich kann ja nochmal hier die, den einen Grasbündel, den wir haben, können wir auch nochmal platzieren, so. Okay. Naja, bis auf die beiden Felder. Haben wir sogar alles bewässert bekommen auch. Deswegen habe ich das vielleicht hier platziert. Das kann gut sein. Hm. Goodie, goodie. Was auch das gerade für ein Sound war, aber es klang nicht gut. Ein paar zu viele Horrorgames eventuell gezockt. Okay, das sollte regnen. Gehe ich mal davon aus, dass Abigail wahrscheinlich... Das ist, dass wir uns auf sie konzentriert haben. Wahrscheinlich irgendwo... Warum ist es verkommen? Irgendwo im Haus unterwegs sein wird. Höchstwahrscheinlich. Yep. Jawohl. Mal checken, ob hier irgendwas fertig geworden ist in der Zwischenzeit. Weil wir uns auch die Zeit nehmen können. Und dann gehen wir nochmal... Jesus Christ. Dann gehen wir auch gleich nochmal Richtung Mine. Weil wir echt noch ein bisschen was an Kupfer ernten müssen. Das ist ein bisschen sehr wenig für meinen Geschmack. Wir haben noch 239 Gold. Da haben wir eventuell ein bisschen übertrieben damit. Leicht. Also ja, das hier wollte ich noch abgeben. Eigentlich können wir das, die Kohle auch abgeben. So. Die Einmachfässer, da werden wir uns sowieso nicht groß drauf konzentrieren. Wenn wir irgendwann noch zu viele Ressourcen haben, können wir das da dann investieren. Ich meine, dauert zu lange und man kriegt auch nicht so viel Value irgendwie jetzt raus. Natürlich bringt es mehr, als wenn man eine Beere oder so normal dann eben verkauft, wenn man daraus Gelee macht. Aber es dauert halt echt irgendwie 4 Tage oder so. Deswegen glaube ich nicht, dass es den Aufwand dann letzten Endes wirklich so krass wert ist. Deswegen werden wir da uns nicht so darauf konzentrieren.
Und ich setze jetzt erstmal alles darauf, die ganzen Bäume zu bekommen, die wir noch brauchen. Und da wir ja auch die Stamina haben, noch ein bisschen was an Holz abzuholzen, damit wir auch die genügend Kohle haben dann. Und das war das Ausrufezeichen dahinter. Warum? Ah, okay. Merkwürdig, aber okay. Ja, Moment, machen wir in die Richtung. Oder einmal schön auf die Straße. Alright then. Oh, wobei, es regnet gerade. Ah, ich hätte mein Sheet gerade nicht offen. Da hätte ich nochmal schauen können, was wir jetzt genau im Sommer, wenn es regnet, genau fangen können. Aber wie gesagt, das ist eigentlich relativ irrelevant momentan. Ja, eigentlich würde ich jetzt gerade mal schauen, was wir hier an Jobs haben. Ah, Rubin. Wie viel Zeit haben wir denn? Na. Jesus. Okay, wir haben keine Zeitbegrenzung. Ich meine, wir haben sogar noch einen. Bin mir eigentlich ganz sicher. Was wir denn bei Abigail hier irgendwo haben. Jetzt müssen wir Caroline hier. Mein Garten ist heute glücklich. Meine Ausdauer auch. Genau, Caroline haben wir schon beglückt. Abigail ist nicht zu Hause. Als Zockerin nicht zu Hause, wenn es regnet. Was ist das denn bitte? Bitte! Und ich frage mich immer noch genau, was das hier für eine Art Kult. Vielleicht der Kult des Kapitalismus oder so. Der Kult. Nailed it. Okay. Okay, wir hatten. Shit. Wir hatten, glaube ich, bis Orangen alles. Müssen wir warten, bis wir alle Ich schaue nochmal in die Aufnahme sowieso dann rein. Sobald ich alles durchrende. Dann können wir nochmal genau schauen. Ich glaube, einen Baum können wir uns auf jeden Fall noch holen. Ich weiß, dass wir den Apfelbaum. Oder bin mir einigermaßen sicher, dass wir den Apfelbaum noch nicht hatten. Dass wir den uns auf jeden Fall auch noch gönnen. Aber ich habe. Es war wahrscheinlich schon ein bisschen outdated, aber ich habe in dem Video gesehen, dass man eben mehrere Spaces freilassen sollte zwischen den Bäumen, weil die sich sonst irgendwie überlappen oder nicht. Oder weil das Game lässt einen das nicht so dicht beieinander irgendwie platzieren. Aber bei uns ist es mittlerweile kein Problem mehr. Deswegen kann sein, dass das Video, das ich. Falsche Richtung. Gesehen habe, irgendwie ein bisschen outdated ist. Das heißt ja, wo ich die ganzen Bäume hingepflanzt habe. Also ich glaube, Linus wird's freuen. The trees are your friends, my friend. Oh yeah. Ja, gesprochen, das Holz brauchen wir ja auch. Und das kriegen wir ja auch relativ schnell zusammen, wie ihr sehen könnt. Weißt du ja, mehr oder weniger auf unsere Energie geht, aber es liegt auch daran, dass ich an dem einen Tag mich ein bisschen verausgabt habe, anscheinend. Ich weiß nicht, wie viel das war für einen eine Kohle. Ich glaube, das war irgendwie so 10. Wahrscheinlich. So 10 Holz für eine Kohle. Klingt korrekt. Ist der Wickel wieder hier am. Nee, dachte schon. Hier hängt sie ja auch meistens rum, aber während einem Regentag wird das auch ein bisschen anmaßend. Aber es ist Abigail, da macht sowieso kaum irgendwas Sinn. 15. Das wäre wieder ein Grasbündel zumindest schon mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ab dem Eisbiom eigentlich
nur noch, ab und zu findet man noch Kupfer. Aber ich glaube, das war wirklich größtenteils Eisen, was wir da dann finden. Aber 15... Na, wir waren bei 25, oder nach 25 ungefähr. Da war ja ein bisschen was. Wir können da gleich nochmal nachschauen, ob wir da vielleicht was finden. Na, okay, direkt schon der nächste... Na, okay, okay, okay. Das sieht sehr gut aus. Das war extrem lucky, das Quarz. Ja, ich glaube, wir haben jetzt doch ein bisschen größeres Glück, als das vorher der Fall war. Jesus. Geh direkt. Uff. Jetzt wissen wir auch, was diese Tönung genau bedeutet, dass wir einen Schwarm von den Kollegen bekommen. Ups. Na. Was denn? Okay, au, Amethyst auch noch. Okay, ja, doch. Ich glaube, wir sind Geode. Ja. Wir haben schon extrem gutes Glück gerade. Das heißt, wir können auch ein paar von den normalen Steinen anhauen, kriegen wir eventuell auch noch mal ein bisschen was an Kupfer raus. Giggidi gut, miggidi möglich. Erdkristall, Kupfer, jawoll. Ja doch, man merkt schon, wenn man einen kleinen Luck-Boost hat. Nur irgendwas an Sachen, die man anziehen kann. Irgendwelche Accessoires, die einen eventuell Drops auch nochmal ein bisschen erhöhen. Eventuell. Das Gute ist allerdings, wir können uns auf den nächsten Tag schon mal sehr gut oder schon mal freuen und schon mal einstellen, denn da kriegen wir unser Haus-Upgrade. Da ist es fertig. Dauert ja 3 Tage. Ja, bis wir am 3. Tag ist es fertig. Ich glaube, ein weiteres Haus-Upgrade gibt es auch gar nicht mehr. Das wäre dann das letzte. Dann können wir uns an die Stallerweiterung dann kümmern. Gibt ja noch ein, zwei Farmtiere, die wir noch nicht haben. Nochmal eine Geode. Genau, das wollte ich. Sehr gut. Speaking of Grasbündel, by the way. Yo, dog, I heard you like Grasbündel. Outdated Meme. Kennt keiner mehr. Wie viel kriegen wir jetzt? 2? Naja. Trash. 10 Fasern. Eventuell kriegen wir noch 1 zusammen. Haben wir schon wieder ein volles Inventory. Nice. Oh ja! Keiner. Topaz, Geode nochmal. Höhlenkräuter brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Okay, Hartholz. Gerne. Ups. Ich glaube, steintechnisch sind wir mittlerweile auch ganz gut ausgestattet. Das war ja irgendwie so ein bisschen Mangelware bei uns. Aber ich glaube, das haben wir gut wieder reingeholt. Kohle auch nochmal gefunden. Yes. Yes, 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 yes. Hier irgendwas haben, bevor wir hier noch ein weiteres Level tiefer gehen. Da scheint aber nichts mehr zu sein. Und schön die Augen offen halten. Monsterjagdziel erreicht. Oh! Alright! Ah, für die Abenteuergilde wahrscheinlich, oder? Gil? Klingt so. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Mal sehen. Schwer zu sagen, aber ich denke mal.
gerade sagen, so viel zum Thema Lack, was Kupfer angeht, aber doch. Na, geht schon. Ein bisschen pushen werde ich auf jeden Fall. Ein Grasbüschel, sehr gut. Okay. Gute Miene zum bösen Spiel. Ich glaube, das war ganz okay. Immer wieder, ne? Schlimm, schlimm. So, die Setzlinge können wir auch nochmal platzieren. Der einzige Setzling, den ich mir definitiv noch holen kann, ist Apfel. Bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass wir den noch nicht platziert haben. Ansonsten, alles andere ist mir ein bisschen zu heikel. Das ist übrigens sehr gut. Das sieht perfekt aus. Die Geode. Jupp, das kann auch weg, weil das können wir eh nicht verkaufen. Von daher Latex. Topaz eigentlich. Obwohl, Topaz mag jeder. Können wir Leute wieder mit bestechen. Damit. Kirschbombe können wir eigentlich behalten. Könnte von Vorteil sein. Das haben wir hier drin. Genauso wie das. Obwohl, das Holz behalte ich mal. Ah, komm. Das Geld will ich auf jeden Fall noch reinholen. Shit. Okay. Okay, den Setzling platzieren wir erst morgen, weil ich glaube, da ist keine Zeit mehr dafür. Hier! No time to waste. Okay, Kayako ist irgendwo. Okay. Let's get ready. Let's get fucking ready. Hauserweiterung Nummer 2 ist damit erledigt.